Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 30.06.2020, damit im Monatsschluss im Juni. Und unser DAX, der hat ja immer die Achsen ein bisschen zu doll reingehackt, ist stecken geblieben und hat direkt keinen Bock mehr gehabt. Anders kann man das Verhalten nicht bezeichnen, was wir hier gesehen haben. Hoppala, falsch Timeframe. Das wollen wir uns angucken. Hier sind wir reingekommen, haben gesagt, Mensch, super Vorlage, unten raus ein bisschen was zu machen, vielleicht ein bisschen zu übermotiviert gewesen. Haben dann auch viele sich so aufgesogen direkt, dieses leicht überschwängliche Verhalten, und man hat man es schon erahnen können im Morgen, wie die Leute denn alle so, es war einfach zu feucht fröhlich so gefühlt. Abwärtsgap kam, hat gepasst, und zack, sind alle davon ausgegangen, der fällt hier meilenweit runter. Ja, was hat der DAX gemacht? Ein kräftiges Stößchen nach oben, dann ewig zur Seite, ja, nach unten schön angezogen, zum amerikanischen Handelsstart. Also erstmal mit dem europäischen Handelsstart nach oben getragen, dann ewig zur Seite, dann noch zum US oben einfach nochmal unten angetäuscht. Viele in den Short bestimmt reingeloggt sogar, ne? Die dachten, jetzt fällt da sah auch gut aus. Also ich fand das auch gut. Da hätte auch vom Muster gut gepasst. Ne, und dann hat er es direkt, hat er sich gedacht, komm, die ziehe ich noch nackig. Durch, raus, weiter. So, damit steht der DAX jetzt hier in der Position drinnen, wo man schon sagen muss, na gut, für die Abwärtsbewegung wird das jetzt langsam unwahrscheinlich, weil da fehlt halt auch Bewegungstempo. Hier steht jetzt noch ein bisschen so eine ABC im Raum. Dass er zumindest jetzt hier noch so ein kleines Doppeltop bilden kann an einer 350 und sich dann nach unten abtaucht. 350, 365, ne, das wäre jetzt nochmal so eine Option. Deswegen würde ich einfach sagen, wir lassen hier den Trigger an der Seite, Trigger an der Seite, wir ziehen den einfach nochmal ein bisschen mit. Lassen das hier mal noch so drin, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, ne, diese Verbindung von dieser Welle und dieser Welle. Und dann muss ich aber auch gleich dazu was noch sagen hier mit unserem DAX, weil der ist schon echt lange vorbei, ist jetzt hier auch, wenn man einen Tageschart gucken, und da muss man echt aufpassen, dass es solche Sachen löst der DAX immer recht fies auf, und das tut viele immer rausschmeißen. Und wenn ich jetzt schon so gucke, wie so die Stimmung war, es ist halt dann auch manchmal ein bisschen die Erwartungshaltung, die falsche, ne? Der ein oder andere, der denkt sich dann, Mensch, und geil und hach und hier und ach, kriege ich aber Millionen zusammen. Gucken wir das einfach nur an. Es ist halt nicht ganz so einfach, Trading. Es ist halt so, ne? Dazu gehört eine Analyse, es gehört eine Vorbereitung. Tatsächlich am erfolgreichsten läuft man in dem Moment, wo man letztendlich nicht davon abhängig ist, ob der Markt am Ende steigt oder nicht. Wenn man sich irgendwo Muster sucht, Setups sucht, ne? Die man immer wiederkehrend macht, das können Indikatoren sein, das können sogar Nachrichten sein, ne? Also bestimmte Sachen handelt, aber irgendwo einen Rhythmus reinbringt, eine Routine reinbringt und dann das eben profitabel für sich anwendet. Aber trotzdem kochen alle mit Wasser und haben alle den gleichen Mist vor sich und sehen alle den gleichen Quark hier halt, ne? Da ist nicht einer schlauer als der andere. Der eine ist bloß länger schon dabei als der andere. Der hat das ein oder andere Mal schon gesehen, wie sowas laufen kann, und spricht dann mit der Erfahrung mehr oder weniger. Aber trotzdem, es ist und bleibt ein chaotisches System. Das heißt, es ist nicht zu 100% vorhersehbar, was passiert. Es kann immer alles passieren. Wir müssen auch immer mit allem rechnen und deswegen niemals zu sicher sein. So, das sieht man jetzt auch hier die letzten Tage, ne? Schöne Long-Vorlage, schöne Short-Vorlage. So, und dann bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich gerade ein bisschen abgestorben bin oder beziehungsweise ein bisschen abgeschweift bin. So eine Seitwärtsbewegung, die haben wir sehr oft im DAX, das macht er auch ganz gerne, aber löst halt meist sehr gemein auf. Es ist häufig so, dass er dann im Moment des Ausbruchs so ruppig und naja, vom Verhalten her wirkt er so, wie als macht er jetzt was Unnormales. So dass die in Ausbruchsrichtung sind, meist instinktiv direkt sagen, ach komm, das nehme ich mit. Oh, das war ja jetzt so gut, der fällt bestimmt eh gleich wieder in sich zusammen. Und der rennt aber sowas von durch dann. Und dann rennt er halt auch mal richtig mehrere hundert Punkte am Stück durch. So, und sowas muss ja langsam eigentlich kommen halt. Ne? Wir sind jetzt schon in der zweiten, fast in der dritten Woche. Dienstag der 16., Dienstag der 23., Dienstag, der 30. Wir sind in der dritten Woche und immer noch in der. Wir klemmen immer noch zwischen der 400 und der 200. Das gibt's nicht.
Ja, oder 150 oder was auch immer mal als Maßstab nehmen. Wir klemmen immer noch in der Range halt, ne? Und da wird irgendwann bald mal ein Ausbruch kommen. Wahrscheinlich dann, genau dann, wenn gar keiner mehr einen Ausbruch handeln will. Wenn sich alle hier auf seitwärts eintüdeln und sich freuen, dass sie hier 10 Punkte hin und her gescalpt kriegen, dann springt er raus. Aber trotzdem, der Moment, in dem er rausspringt, wirklich, ich beobachte das immer wieder und ich sage es jedes Mal im Video. Ich kann es Ihnen sagen, wie es ist, ehrlich. Kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wie es ist. Nie, noch nie habe ich den auch richtig schön gehandelt gekriegt, den Ausbruch. Noch nie. War auch noch nie dabei. Und obwohl ich es immer kommen sehen habe, macht der DAX es so komisch und so fies von der Bewegung her, dass du echt einfach auch Hemmung hast, reinzusteigen in die Bewegung, beziehungsweise man eigentlich so, wie er dann sich bewegt, fest davon ausgeht, dass er in eine andere Richtung geht. Deswegen ist es für mich eher so ein Ding, ich habe das auch vorhin im Update nochmal geschrieben, ha, vielleicht einfach auch zugucken, einfach ein bisschen laufen lassen und warten, bis man dann irgendwie wieder schönere Signale kriegt. Aber ich denke so, auch wie die Leute heute drauf waren, wie diese, also dieses, man hat die Enttäuschung einfach auch gemerkt, die Leute zu haben, die sind halt einfach angekotzt jetzt halt, ne? Sagen sich, boah, ich hab da keinen Bock mehr drauf halt, ne? So, und das ist immer so schon ein kleines Vorstadium von, dass es jetzt bald dann kippt halt, ne? Wenn die ersten so richtig anfangen, das Handtuch zu werfen, und das war heute deutlich zu sehen, das war auch gestern, also eigentlich schon am Freitag schon ein bisschen zu sehen. Freitag hatten jetzt halt viele die Hoffnung, dass er dann jetzt richtig nach unten rausschlägt. Die Hoffnung, die dürfte jetzt verbrannt sein zum Montag und von daher zum Dienstag. Ja. Ja. Ne? Gut, Freunde. Also, auf der Ebene müssen wir tatsächlich sagen, Tagesstoß über 450, 460 ist hier wieder interessant. Ansonsten hätten wir schon unten unterseitig noch Risiken, Potenziale hier ein bisschen zurückzulaufen. Grüne Tageskerze, ja, ist an sich jetzt erstmal ein Gegensignal. Aber so, das ist halt auch noch nicht über den Trigger. Das ist ja bloß so eine Kerze im Geschramme von vorher. Das ist eigentlich wie die andere Kerze hier. Da haben wir auch gesagt, das ist so, das ist. Schwierig, sollte man abwarten, wie er reinstartet. Das könnte man jetzt hier theoretisch auch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir positiv reinkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nach oben noch stechen. Und dann müsste man gucken, ob es hier ein Doppelboden werden kann halt. Eine Doppeltop werden kann halt. Ne? Weil das sieht man sogar relativ häufig. Hier wie so ein kleines ABC-Muster. Und da wird sich dann schon zeigen, ja. Drückt er sich von hier unten wieder runter, dürfte man davon ausgehen, dass er auch wieder bis zurückläuft halt. Ne? Dann läuft er wieder runter und könnte sich mal im Ausbruch versuchen. Geht aber hier drüber, stößt sich auch über das Level, so was da um 3,30 ist. Ja, dann sollte man damit rechnen, dass hier die 400 angegriffen wird, dass die 4,75 angegriffen wird. Die wird mir dann dabei noch wichtiger. Die 4,75, die 400, das sind jetzt so wichtige Bereiche. Das sind ja auch die Bereiche, wo es immer wieder nach unten geknallt hat. Und alles, was drüber geht, das ist schon zunehmend long. Eigentlich jetzt schon, muss man jetzt ja auch schon sagen. Eigentlich ist jetzt schon durch die Umkehr, durch den Fehlausbruch, den wir schon wieder unten hatten, durch das Fehlerhafte, das ist ein Abwärtsgap gewesen, was gekauft wurde. Also, das ist scheiße, tut mir leid. Na, also, wenn er fallen will, dann so nicht. Ja, und von daher muss man eigentlich schon sagen, eigentlich. Tendenz aufwärts jetzt erstmal wieder und er muss jetzt beweisen, wenn er runter will, dass er auch runter will. Das heißt, mindestens die Kerze mal rausschroten. Ne? Also hier eine rote Umkehr einstellen unter 200, unter 1,50 Minimum, um erstmal zu beweisen: Hey, ich bin schwach, ich will runter. Na, alles, was drüber passiert, im Zweifel jetzt tatsächlich dann Richtung 3,50, 400, Richtung 4,75. 4,75 könnte ich mir sogar auch vorstellen, dass die gut reagiert. Ob die aber das Ding gekippt kriegt, weiß ich nicht. Glaube ich wird nicht, aber es wäre ein schöner Bereich, um dann nochmal richtig zu reagieren. So. Dann hätten wir das hier. Ja, und dann müsste sich zeigen halt. Ne? Kriegt er in dem Bereich hier eine Drehung hin? Ja, hier in der Zone rum. Eine Drehung hin. Nach unten. Dann hat er nochmal die Option, unten rauszugehen. Startet er direkt wieder tief rein. Wird es schon reichen, wenn er zu 9 Uhr unter 2,30 steht, dann wäre das schon ein Short-Signal. Ja. Aber er muss halt irgendwas nach unten wieder zeigen, sonst im Zweifel aufwärts halt, ne? Also er muss nach unten, muss irgendwie ein bisschen beweisen, dass da noch Schwäche drin ist. Und das ist ihm zum Montag definitiv nicht gelungen halt, ne? So, deswegen kann man jetzt schauen, Dienstag Turnaround Tuesday. Der Montag, der ging nach oben. Macht er zum Dienstag jetzt noch ein kleines Hoch und fängt an zu fallen, wird es interessant. Fällt er zum Nachmittag, wird es noch interessanter, weil dann kriegt er Bewegung rein. Aber so ein Müll,
kriegt man eigentlich oft immer nur am Donnerstag aufgelöst und aufgebrochen. Mittwoch, Donnerstag. Ne? Bricht ja gerne sowas auf. So eine Range-Bewegung halt. Ne? Hat man aber letzte Woche Mittwoch schon gesehen, da hat er es probiert, da hat er es wirklich probiert, hat es aber zum Donnerstag nicht fortgesetzt gekriegt. Ne? Aber genau sowas ist es dann halt. Ne? Könnt ihr sich noch erinnern an letzte Woche Mittwoch? Das sind so die Bewegungen, mit denen er sowas wirklich auslöst. Also wenn er wirklich von einer Seite durch die andere Seite komplett durchrennt, ohne Stopp und dann einfach durchgeht. Ne? Und das kann er auch mit einem Aufwärtsgap zum Beispiel initiieren. Aufwärtsgap über 3,70 und dann einfach durchrennen. Na, ohne Stopp, dann wissen die Leute gar nicht, und kann ich jetzt hier noch Long rein, wo sich der Stab ab. Das sind die Momente, in denen er dann durchzieht. Und das wird bald kommen. Also, denke schon. Das ist überfällig. Das ist einfach überfällig halt. Ne? Gut, okay. Also, wir nehmen mit. Kleines Warnsignal gibt's. 9 Uhr unter 2,40. Wäre Short-Chance. Weiteres Warnsignal wäre Stundenschluss unter H1, Stundenschluss unter 12.150. Na, wäre auch ein Short-Signal. Könnte man dann mit Stopp drüber absichern und mal probieren, ob man den bis 800 getragen kriegt. Wichtigste Zone ist oben 350, 365, 400. Alles darüber, alles über 4, also über 400, dann eher so 475 nochmal und dann 475, alles darüber Richtung 600, 800, 900, 13.000 und so weiter dann halt, ne, Kaufsignal. Okay? Damit möchte ich es abhaken. Das sind die wichtigen Sachen, die mir, das sind die wichtigen Punkte, die mir relevant sind. Und damit können wir jetzt hier auch schon Schluss machen. Mehr Worte brauchen wir nicht verlieren. Gleich ist es so sehr wie die ganzen letzten Tage hier. Ja, muss irgendwann mal anfangen, sich wieder ein bisschen in den Trend reinzuschießen halt, ne? Dass er da mal wieder wegkommt. Aber grundsätzlich gibt auch kein Gesetz, wann kann auch noch eine Woche, noch 2 Wochen. Das gibt kein Gesetz, wann das kommt. Aber es kommt meist so, dass es, selbst wenn du es erwartest, du kriegst es nicht hin halt, ne? Und dann hast du die ganze Zeit immer wieder in den Ausbruch rein investiert, immer wieder Geld investiert, immer wieder ausgestoppt. Und genau dann, wenn er rausgeht, bist du nicht dabei und dann sagst du dir, gut, jetzt habe ich es verpasst, jetzt probiere ich irgendwie hier andere Methoden, dann hackt man gegen den Trend. Das ist Klassiker, ne? Und das wird hier kommen. Deswegen ist es für mich eher so ein Bereich, wo ich jetzt sagen würde, da muss ich nicht unbedingt die Finger drin haben. Ich sehe einfach, dass er nicht sauber arbeitet, ne? Ich sehe auch viele Fehlsignale, ne? Ich sehe viel Rauschen, ne? Immer wieder kaputt machen von Signalen, das in die eine Richtung andeuten. Das ist wirklich so ein Bereich, wo ich dann sage, boah, das muss ich dann aber auch nicht haben halt. Ne? Also ich hätte ihn schön gefunden, wenn er unten raus zum Mittwoch, zum Montag jetzt hier gezogen hätte, wenn er sich mal unten ein bisschen rausgelegt hätte. Weil der muss ja bloß der muss ja einfach bloß den Anfang liefern. Meist läuft er ja dann auch 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 Punkte am Stück dann auch mal, wenn er sich mal einläuft. Ne? Aber das sieht man nicht. Okay? Gut. Also ich mache aus, wünsche ihm viel Erfolg, gutes Gelingen. Lass dich nicht mürbe machen. Einfach ein bisschen vielleicht auch zur Seite. Wenn Sie mit den Positionen sowas auch einfach aussetzen können, dann sitzen Sie es halt aus, ne? Lassen Sie sich nicht Körper machen. Und in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, ich glaube, das ist wirklich das Schlagwort hier. Ja, und nicht aus dem Konzept bringen lassen von dem. Lassen Sie sich nicht ärgern. Dann lieber einfach ein bisschen auch sein lassen, ein bisschen Abstand suchen, ein bisschen beobachten. Und ein bisschen forecasten einfach, ne? Dann versuchen Sie sich reinzudenken. Stellen Sie sich vor, Sie sind der DAX. Sie versuchen, die Privatanleger zu ärgern. Was müssen sie tun? Ja, und mit so einer Einstellung, da ist man schon mal gar nicht so schlecht unterwegs. Also, da läuft man häufig besser. Alles klar. Ich mache aus. Tschö.